Hallo, mein Name ist Ute Jung vom Sportverein Kirchverse e.V. Mit dem kostenlosen Bonusprogramm von der Volksbank Mittelhessen konnten wir durch die Teilnahme an einem Förderwettbewerb 5.000 Euro gewinnen. Danke dafür, sagt der Sportverein Kirchverse. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der HSG Wetzlar gegen die Füchse Berlin mit dem Endstand zu 29:27. Wir begrüßen auf dem Podium die beiden Trainer Jaron Siewert, Kai Wandschneider und die beiden Spieler Fabian Wiede und Anton Linskog. Wir beginnen mit dem Statement von Jaron Siewert. Ja, schönen guten Abend zusammen. In erster Linie erstmal Glückwunsch an Wetzlar zum Sieg. Ich denke, über 60 Minuten, gibt es auch keine Zweifel dran. Man hat gemerkt bei uns, denke ich, dass das letzte Spiel noch nicht allzu lange her war und die Vorbelastung etwas höher war vielleicht als bei Wetzlar, was aber nicht als Entschuldigung dienen soll, sondern wir haben es nicht geschafft, die Zweikämpfe in der Art und Weise zu führen und zu gewinnen, wie es nötig ist gegen Wetzlar, damit sie nicht die Spielfortsetzung haben. Und vorne im Angriff, erste Halbzeit insbesondere, haben wir nicht richtig die richtige Lösung oder nicht immer den richtigen Ball dann noch an den Mann bekommen. Hatten da Probleme, wäre natürlich besser gewesen, mit ein, zwei Toren in die Halbzeit zu gehen. Die 5 Tore, die waren dann schon eine sehr große Hypothek, was dann auch der zweite Start in die zweite Halbzeit war. Und die letzten 20 Minuten, da fighten wir, da kommen wir ran, da haben wir sicherlich die Chance, auch nochmal was mitzunehmen hier aus Wetzlar. Und wie es dann halt so ist, dann hat sich Wetzlar das ein oder andere Glück ein bisschen mehr erarbeitet, vielleicht die ein oder andere Entscheidung dann mehr bekommen, was wir hätten dann einfach gebraucht, um das Ding hier noch zu drehen. Und von daher ein verdienter Sieg von der HSG. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Kai Wandschneider. Ja, guten Abend und vielen Dank, Jaron, für die Glückwünsche. Ja, ich bin unglaublich stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben, Jaron hat es beschrieben, das war der Schlüssel, denke ich. Wir wollten im Vergleich zum Hinspiel einfach mehr Zweikämpfe gewinnen, vor allem in der Abwehr, aber auch halt im Angriff. Ich war begeistert von unserer Deckung in der ersten Halbzeit, Innenblock, Anton und Philipp, aber auch Chucky und Lenny. Wir haben richtig gut gestanden, hatten dahinter einen starken Torwart mit Till. Und an dieser ersten Halbzeit gibt es von meiner Seite überhaupt nichts auszusetzen. Wir haben gut umgeschaltet, wir waren vorne, gut gesteuert von Magnus Fredriksen. Sehr gut gespielt. Das Einzige, wir hatten ein paar Freie, aber also Berlin hat ja auch einen richtig tollen Torwart. Muss man dann sehen. Und es war gut, auch weil wir ganz am Ende waren wir nochmal in Überzahl zweimal und haben sehr, sehr schnell geschaltet in den letzten 15 Sekunden. Philipp Henningsson hat die Rolle des Mittelmanns übernommen und wir konnten dann noch ein Tor erzielen. Und es war schon mal klasse. Die Frage war, können wir das halten? Und es war dann zweite Halbzeit auch eine Kraftfrage. Aber wir haben das gut weitergemacht. Also so von der gesamten Anlage her, Torwartleistung, Deckung, Umschalten, Positionsangriff, war das sehr gut und muss halt ein paar Abstriche machen, denke ich, weil wir auch kräftemäßig dann wirklich an der Grenze waren. Besonders hat man das bei Lenny gesehen, der heute wieder ein sensationelles Spiel rausgehauen hat und muss bei Lenny zum Beispiel sagen, der ist das ja nicht gewöhnt aus den letzten Monaten und Jahren, dass er also so viel Angriffabwehr auf der Platte steht. Und ich denke, das wird ihm aber helfen jetzt und in ein paar Wochen schafft er es auch wie Chucky auf der anderen Seite, also noch länger durchzuhalten. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir geben das Wort an Fabian Wiede. Schönen guten Abend. Auf meiner Seite Glückwunsch an Wetzlar. Ich glaube, wie Jaron und Kai auch schon analysiert haben, war es ein verdienter Sieg für die HSG. Ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen soll. Ich glaube, es wurde alles sehr gut analysiert. Wir haben einfach nicht geschafft, vor allem am Anfang ins Spiel zu finden, uns
ja, da richtig reinzuhauen. Wie Aaron auch schon meinte, wir hatten einen anstrengenden Tag. Es soll keine Ausrede sein, aber ich glaube, es war so ein bisschen auch, dass wir so ein bisschen den Start verpennt haben vielleicht, dass wir da einfach nicht von Anfang an so hellwach waren, wie wir es am Ende waren. Das müssen wir auf jeden Fall umstellen und ändern. Aber nichtsdestotrotz hat die HSG sehr gut gespielt. Wir haben es nicht geschafft, die Zweikämpfe zu gewinnen, vorne im Angriff vor allen Dingen. In der ersten Halbzeit haben dann zweite Halbzeit taktisch ein bisschen was umgestellt, was auch gut funktioniert hat zum Ende hin. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Glückwunsch und ja, fertig gewonnen. Vielen Dank. Wir schließen ab mit Anton Linskog. Ja, auch von mir danke für die Glückwünsche. Ich finde, wir haben sehr gut gespielt, eigentlich das ganze Spiel. Erste Halbzeit war Deckung und Torwart gleich fantastisch eigentlich. Wir haben, wie Kai hat das schon gesagt, aber unser Ziel heute war, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und das haben wir sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Ein bisschen schlechter in der zweiten, aber insgesamt ein gutes Spiel und wir müssen natürlich sehr zufrieden sein. Und ja. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Herr Sieger, Sie haben Stefan Kaber eigentlich ganz gut rausgenommen aus dem Spiel, auch wenn er richtig gut zusammengearbeitet auf der Seite. Auf der anderen Seite haben Sie heute eigentlich nach 10-1 gegen Ansatzungen gegen den Dübler noch. Ja, korrekt. Lenny Rubin hat uns viele Probleme bereitet und zum einen hat er sicherlich auch das Wurfglück heute auf seiner Seite, dass einige Bälle dort über den Block oder ja, mit schweren Bedingungen reingegangen ist. Aber das, was uns das größere Problem gemacht hat, war sein Wackler zur Hand, dass er genau dann die Lücken für Kreisläufer, Nebenmänner gezogen hat und sie in der Spielfortsetzung dann sehr clever agiert haben. Sicherlich einer der entscheidenden Spieler bei der HSG. Und jetzt kommt was? Ich habe mir fast gedacht, es wäre die Kopie von Olle. Wir haben irgendwann mal ausgewählt. Also Anfangsaufstellung ist ja seit Jahren Olle Anton, die da unglaublich gut eingespielt sind und sich super verstehen. Dann kam Philipp eben neu. Wir haben Philipp zuerst auf der 3 eingesetzt, aber haben dann irgendwann gesagt, 4 ist besser aus bestimmten Gründen. Ja, und ich glaube, also Philipp hat ja nun auch schon Erfahrung durch Kristianstad, Abwehr, ja, schwedische 6-0 ist ja nun weltweit bekannt und das klappt hier immer besser. Und jetzt, also ich denke auch für einen neuen Spieler ist es erstmal auch, braucht das eine Zeit, neues Land, neue Sprache, neue Mannschaft und ich glaube, dass wir das super sukzessive so aufgebaut haben und er hat halt Anton an seiner Seite und ich glaube, dass Anton Philipp da unglaublich hilft, also da reinzufinden und aber ich sehe es genauso wie du. Also Kopie würde ich jetzt nicht sagen, ist was anderes, ist auch wie gesagt nicht die 3, sondern die 4. Aber jetzt so in den letzten Spielen gewinne ich auch so den Eindruck, als ob Anton und Philipp Henningsson da schon seit Jahren gemeinsam decken würden. Es wird sicherlich auch der Moment kommen, wo dann, ich bin mir im Moment noch nicht so ganz im Klaren, wie das bei Philipp mit der Kraft dann aussieht. Also weil ich brauche ihn unbedingt 60 Minuten in der Abwehr, aber wir haben ja noch viele, viele Spiele, Saison ist noch lang und dann auch mal gucken, wie das klappt dann im Angriff auf Rückraum links. Aber also das war definitiv heute wieder so wie in Stuttgart der Grundstein zum Sieg, die Abwehr. Ja, also man darf auch bei Lenny nicht vergessen, also der ist im Juniorenalter zu uns gekommen mit 21 Jahren. Und ich habe auch mal so von Lenny was gelesen, wo er das selber so beschreibt und halt sagt, und das ist auch immer ein Prozess, das muss man genauso trainieren wie ein Muskel, dass er einfach mental noch stärker werden muss. Und er ist ein extrem selbstkritischer Spieler, der ja, dann immer mit sich selber hadert und hadert und hadert. Und das ist alles viel besser geworden und es tut ihm, glaube ich, jetzt auch gut. Er ist von Beginn an nicht nur in der Abwehr auf der Platte, sondern eben auch vorne.
Und das ist ja eine ganz tolle Entwicklung von Lenny. Ja, mich freut das auch persönlich sehr, weil er auch hier, keine Ahnung, im ersten und im zweiten Jahr dann doch auch immer so in der Kritik gestanden hat. Und auch immer im Schatten ein bisschen von Oliver. Und das ist großartig für Lenny, eine tolle Entwicklung. Und auch, also ich glaube, das bringt ihm mental viel. Muss auch sagen, dass ich glaube, also im ersten Jahr, als er dann von der WM-Maßnahme zurückkam, hat er das physisch überhaupt nicht verkraftet. Aber schon letztes Jahr kam er ganz anders zurück. Und dieses Jahr waren es ja schon 2 Unterbrechungen. Und das gefällt mir unglaublich gut, dass Lenny, obwohl er nicht mal ein paar Tage nach Hause konnte, er ist ein sehr heimatverbundener Mensch, der auch ein Familienmensch. Das ist auch für alle Spieler, also die können nicht nach Hause. Und da braucht man immer mal 3 Tage oder so. Ja, und das freut mich mit Lenny. Also er wird mental viel stabiler, härter und läuft eigentlich schon seit vielen Wochen nur mit einem breiten Lächeln im Gesicht hier durchs Training und auch durch die Spiele. Und das freut mich sehr, gerade weil Lenny wirklich ein toller Charakter ist. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Heimreise nach Berlin. Danke.